Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mache ich mit euch, wie immer, am 1. des Monats bzw. am Monatsanfang mein What I Read Next Video. Ich muss leider gestehen, dass ich das Buch, das ihr letzten Monat ausgewählt habt, nicht gelesen habe. Das war einfach eine blöde Kombination aus, ich hatte noch super viele Rezensionsexemplare, die ich lesen musste. Das ist für mich kein Muss, aber ich will die dann halt zeitnah abarbeiten. Und in meinem privaten Umfeld gab es da ein paar Dinge, die so nicht geplant waren. Und ja, dementsprechend kam ich nicht so zum Lesen, wie ich das gerne getan hätte. Beziehungsweise wollte ich zwar lesen, aber konnte mich dann einfach auch nicht drauf konzentrieren, sei es jetzt Hörbuch oder Printexemplar. Von daher bitte verzeiht es mir, ich gelobe Besserung und ich glaube, das ist auch erst das erste oder zweite Mal dieses Jahr, dass ich es nicht geschafft habe. Glaube ich zumindest. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, starten wir jetzt mit dem Video, mit dem ersten Buch. Ich habe alle vier vor mir liegen. Zwei davon habt ihr am Thumbnail vielleicht schon an den Buchschnitten erkannt. Ich würde auch sagen, mit einem von denen fangen wir an. Ich habe es euch schon ein paar Mal in die Kamera gehalten und ihr habt nie gesagt, dass ich es lesen soll. Aber ich habe nämlich jetzt ein bisschen nachgedacht. Ja, ich kann das auch. Ich habe nämlich noch ein paar Bücher auf meiner 23/23 Liste offen und dachte mir, ich lasse euch jetzt einfach eins davon aussuchen, damit endlich nochmal ein Haken an die 23/23 Liste kommt. Das heißt, dieses Video ist wieder ein Special, ein 23/23 What I Read Next Spezial. Ihr werdet im Titel sehen, wie ich es genannt habe. Ja, starten wir jetzt aber mit dem ersten Buch. Das da wäre Cards of Love von Nena Tramutani. Da geht es ja um Tarotkarten und in der Regel bin ich da auch ein sehr großer Fan von. Es kommt jetzt langsam die Halloween-Zeit, die Spooky-Season. Dementsprechend würde das da vielleicht auch ganz gut reinpassen, ohne euch jetzt in eine bestimmte Richtung zu drücken. Ich liebe einfach alles daran. Ich liebe tatsächlich einfach alles daran und kann mir einfach nicht erklären, warum ich es noch nicht gelesen habe. Ich habe beide Teile zu Hause, Teil 2 sogar mit dem Fehldruck, wo hier quasi wo jetzt die Magie des Todes steht, steht beim zweiten, ich weiß nicht genau, was da steht, auf jeden Fall steht hier was anderes als hier. Da hatte nämlich der Moon Notes Verlag einen Fehldruck gemacht und einen davon habe ich ergattert. Aber jetzt erzähle ich euch, um was es in dem Buch geht. Glaubst du an die Macht des Tarot? Ein plötzlicher Todesfall, ein ehrwürdiges Grand Hotel in Venedig, ein Stockwerk, das von seltsamen Schauspielern bewohnt wird. Giulietta, die ihnen die Karten legt und auf der Suche nach Antworten ist. Malvolio, der sie in seinen Bann zieht. Noch ahnt Giulietta nicht von der Gefahr, die hinter seinen Worten lauert. Der Gefahr, nicht nur ihr Herz, sondern alles zu verlieren. Buch Nummer 1. Kommen wir von etwas Magie zu etwas fürs Herz. Buch Nummer 2 wäre nämlich vielleicht jetzt von Caroline Wahl. Caroline bringt ja jetzt im September gerade ihr neues Buch auf den Markt, also ihren neuen Reihenauftakt. Und da dachte ich mir, könnte ich es zum Anlass nehmen, ihre andere Reihe vielleicht mal endlich zu starten. Ich habe das Buch ja von Ivy zum Geburtstag bekommen und ja, seitdem liegt es hier. Und ich habe auch richtig Lust, das zu lesen, weil ich es eigentlich schon seit Jahren machen will. Der einzige Grund, warum ich es die ganze Zeit nicht getan hatte, also 2021 rum, weil es hier eine Gabriella gibt und einen Anton. Und das sind zwei Charaktere von Love Me Boy. Und das hat mich dann irgendwie gestört, dass in meinem Buch so jemand vorkommt und dass ich dann ein Buch lese, in dem es auch vorkommt. Auch wenn das gar nichts miteinander zu tun hat, aber ne, müssen wir nicht drüber reden, was da oben nicht funktioniert. Jetzt erzähle ich euch, um was es geht. Er hat klare Regeln, doch mit ihr bricht er jede davon. Fast hätte Gabriella in Brasilien ihren Flieger verpasst und jetzt sitzt sie auch noch neben diesem unverschämten Kerl. Na toll, obwohl er eigentlich ganz süß ist.
Aber für die Liebe hat sie ohnehin keine Zeit. Schließlich fliegt sie nach München, um ihren Vater kennenzulernen. Undercover beginnt sie ein Praktikum in seiner Catering-Firma. Doch an ihrem ersten Arbeitstag in der Küche stellt sich ihr Ausbilder ausgerechnet als ihr Sitznachbar im Flugzeug heraus. Vergeblich versucht Gabriella, gegen den Funken zwischen ihnen anzukämpfen. Doch Anton hat klare Regeln, was Beziehungen am Arbeitsplatz angeht. Buch Nummer 2. Buch Nummer 3 habt ihr bestimmt auch schon am Buchschnitt erkannt. Ich habe es in der letzten Zeit öfters mal an die Kamera gehalten, nämlich die Ravenhall Academy, was ja auch sehr, sehr magisch ist und auch einfach ein wunderschönes Cover. Was jetzt natürlich auch sehr gut in den Herbst passen würde. Ich habe letzte Buchmesse ja die liebe Julia kennenlernen dürfen und vielleicht nehme ich auch diesmal mein Buch mit und lasse es mir von ihr unterzeichnen. Sie wird bestimmt auch wieder Samstag beim Blogger-Treffen da sein. Ich werde übrigens noch ein gesondertes Video machen, wo ihr mich auf der Buchmesse finden könnt. Ich werde tatsächlich nur Samstag und Sonntag da sein, nicht geplant. Das ganze Wochenende inklusive Freitag. Aus privaten Gründen. Aber wie gesagt, dazu wird es noch ein extra Video geben und jetzt erzähle ich euch, um was es in der Ravenhall Academy geht. Ich möchte immer hinten den Klappentext lesen, aber es ist kein Klappentext. Der ist nämlich hier vorne. Mit allem hätte Lily Campbell gerechnet, aber nicht damit, dass sie eine Hexe ist. Von ihrer Grandma erfährt sie, dass uralte Magie in ihr schlummert. Und um diese zu trainieren, soll sie die Ravenhall Academy besuchen. Zwischen Hexensprüchen, mystischen Legenden und sagenumwobenen Wesen muss sich Lily nun in dieser neuen Welt zurechtfinden. Dabei gerät sie immer wieder mit dem leider viel zu attraktiven Jason aneinander, der ihr nicht mehr aus dem Kopf gehen will. Aber schon bald wird klar, dass auf Ravenhall nicht alles so ist, wie es scheint. Denn Lily kommt einer dunklen Verschwörung auf die Spur, die das Erbe der Hexen tiefgreifend zu verändern droht. Buch Nummer 3. Und dann gehen wir nochmal zurück in die Liebesecke. Hat tatsächlich auch was mit der Buchmesse zu tun, weil ich die Autorin sehr gerne mag. Ich habe sie damals über YouTube gefunden. Damals hat sie Videos zum Thema Dating und Mental Health und sowas gemacht und das fand ich immer sehr, sehr spannend. Und ich wollte zu ihrer Lesung gehen und mir das Buch unterzeichnen lassen. Und dann habe ich sie aber auf dem Gelände getroffen und dann hat die liebe Inka mir das auf dem Gelände unterzeichnet. Und ich musste mich nicht mehr anstellen gehen. Fand ich klasse, wir haben dann auch noch ein Foto gemacht und ja, es war einfach schön. Einfach schön. Man muss auch manchmal einfach sich trauen und Leute anzusprechen. Ich habe normal kein Problem, auf Leute zuzugehen, aber wenn es dann irgendwelche Leute sind, wo ich ein Fangirl bin, dann ist das immer so, soll ich das tun oder soll ich das nicht tun? Und im Endeffekt bin ich froh, dass ich es gemacht habe. Ja, die liebe Inka hat ihr zweites Buch letztes Jahr auf den Markt gebracht und ich habe es tatsächlich immer noch nicht geschafft, es zu lesen. Ich glaube, es ist auch ein sehr persönliches Buch. Also es sind sehr viele Aspekte drin, die auch ihr Leben betreffen. Von daher ist es eigentlich so ein Herzensding, das zu lesen. Und wenn ich meine 23 Liste abschließen will, dann muss ich es ja auch noch dieses Jahr lesen. Was brauchst du, um glücklich zu sein? Lisa fühlt sich, als würde sie ersticken. Es muss doch mehr geben im Leben als eine Ausbildung zur Bankkauffrau in einer Kleinstadt inklusive übergriffigem Chef. In einer Spontanaktion schmeißt Lisa ihre Ausbildung hin und bricht mit allem, was ihre Eltern und ihr Freund Max sich für sie vorgestellt haben. Sie bucht ein Busticket nach Köln und landet in der WG der Tätowiererin Carla. Zwischen Couchsurfing, Partys und existenziellen Lebenskrisen erkundet sie nicht nur ihre Sexualität, sondern auch die Möglichkeit, dass Träume keine Träume bleiben müssen. Buch Nummer 4. Wie immer gibt es jetzt nochmal alle Bücher im Schnelldurchlauf. Und das wäre zum einen Nena Dramotanis Cards of Love, Band 1. Beziehungsweise auch Buch 1. Dann hätten wir vielleicht jetzt von Caroline Wahl Buch 2. Buch Nummer 3 wäre die Ravenhall Academy von Julia Kuhn. Und Buch Nummer 4 wäre We Fell in Love in Oktober von Inka Lindberg. Jetzt liegt es an euch. Ihr dürft aussuchen, was ich als nächstes lese. Und dann lese ich das. So einfach kann es manchmal sein. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Habt's fein, fühlt euch gedrückt und
Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tschüss!